Ah, hier. Dir bleibt nicht viel Zeit, Kleine. So, mal gezielt. Beeil dich, oder sonst wirst du verschlungen. Wie soll ich denn bitte den richtigen finden? Ja. Das war die hier. Nächste war hinter dieser Wand. Ach, Kackdreck. Wir werden wohl müssen. Oder jetzt weiter mit. Bist du bereit für das große Finale? Verdammt. Hilf mir. Sorry. Was? Hier ab. Hoppla! Eieiei, wie die Zeit vergeht. Nur noch 90 Sekunden. Das war gut. Ein Glück, das war's. Verdammt, Munition verschwendet. Das hatte gegeben Manu, ich dachte das. Verdammt. Du hast es geschafft. Immer speichern. So, jetzt müssen wir die letzte Maske platzieren, als ob wir die noch haben. Als ob die uns nicht abgenommen wurde. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wollt eigentlich ein Pony, aber besser als nichts. Ja. Da können wir was. Die Sache mit dem Pony ist halt einfach. Das erklärt schon, dass das Host ist auch schon ahnt. Das, was ich schon seit dem ersten Auftauchen, was ich eigentlich. Ich weiß es nicht. Aber ich vermute es. Eigentlich wissen muss, dass Ethan das hier ist. Der uns hier die ganze Zeit Tipps gibt. Scheint sie irgendwie auch zu wissen. Ach du Kacke. Munition. Schießpulver. Die Ewald-Königin. So, gleich mal benutzen. Ich habe jetzt 10 Schuss davon. Nutzen die erstmal. Auf den Hauptteil zurück. Die müsste da lang sein. Hoch jetzt. Fast so weit. Almost time. Almost. Ja. Endlich werde ich diese Kräfte los. Aber um ehrlich zu sein, als ob es das schon war. Ich habe so lange mit ihnen gelebt. Sei vorsichtig. Ich weiß. Ich weiß. Als ob das jetzt wirklich die richtige. Das glaubst du ja selber nicht, wo es. sieht ja relativ wenig. Ah, hier. Gut gemacht, Kleines. Den hast du dir wirklich verdient. Vom Echten kaum zu unterscheiden, nicht wahr? Ich hab's gesagt. Hab ich's gesagt? Was? Oder hab ich's gesagt? Das ist eine Replik. Auf dieser Ebene kann der Kristall gar nicht existieren. So vorhersehbar. Dachtest du wirklich, ich gäbe etwas so Kostbares einfach her? Mit irgendwas musste ich dich ja anlocken. Nein, nein, nein. Schon wieder wachen irgendwo auf. Und geschafft. Nun beginnt der wahre Spaß. Die perfekte Bühne für dein Ende. Und Vorhang auf! Nee, oder? Gegen den? Ach du Scheiße. Oh shit! Jetzt ist er sogar noch hässlicher. Ach du Scheiße, wir können damit nicht mehr aufhalten. In die Brust. Ach du Kacke. Ich mach mal damit Wiege. Ah, verdammt. Pistolenmunition. Erste Hilfe Arznei. Das nenne ich Unterhaltung. Ich will irgendwas machen. Nein, scheinbar nicht. Mehr Schaden anrichten. Und ich dachte, du seist eine Kämpferin. Lauf, kleines Häschen. Lauf, lauf. Sie ins Herz treffen. Oh, Kacke. Oh, Scheiße. Irgendwo durch. Das wüsste ich gern. Nein, ich möchte deine Entschlossenheit. So nutzt du sie auch sein. Ist er tot? Hab ich's geschafft? Ist unmöglich. Na, sieh einer an. Du bist um einiges lebhafter als die anderen Häschen. Ja, bestimmt noch ein Gegner. Zeit für etwas mehr Schwung. Oh je. Okay, kein Schuss mehr. Wieder Schuss. Verdammt. Hier durch. Da ist er wieder. Was? Ich sehe ein bisschen so gern zu, wie sie sich will. Oh, Kacke. Ja. Das System hatte ich noch keinen so öden Kampf. Tja, das hat er jetzt gesagt. Lass ihr das nicht durchgehen! Oh, Kacke. Doch, dringend Heilung. Dann kann ich den nicht damit aufwerten. Das ging doch vorher. Und die dritte Phase. Nimm es schnell. Und Loop. Munition kann ich gar nicht gebräuchen. Nein, das habe ich noch nicht. Flinte, 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 Flinte. Hurra. Und nachladen. Okay. Sein Rücken muss schießen. Das da ist das ungut. Müssten irgendwie so hinlocken, dass ich hier von hinten ran kann. Komm her. What? Ach du Scheiße. Jetzt schnell mal rum hier. Das klappt doch eh nicht. Das hat geklappt. Nutzlose Kreatur! Was für eine Enttäuschung! Jetzt müssen wir den Duke besiegen. Was soll's? Dein Tod ist unausweichlich. Aha. Und wann? Aber wo lang? Wohin? Das habe ich vorher schon versucht. Aber es ging nicht. Was? Darunter? Glaubenssprung. Ins Wasser. Ach, das kommt das doch an, woher bekannt vor. Schönes Artwork. Naja, schön. Und hiervon schön reden kann. Wo bin ich denn jetzt? Im Dorf. Ebene. Tiefe Ebene. Inception hat angerufen und will seinen Platz zurück. Ich will nicht gehen. Nicht ohne diesen Kristall. Ich hab's satt, ein Freak zu sein. Ich will Freunde haben. Ich will ein normales Leben. Ohne Fluch. Wenn dieser Kristall das bewirken kann, mich normal machen kann, dann gehe ich hier nicht ohne ihn weg. Wer will denn bitte normal sein? Ja, und? Dann los. Normal sein ist doch langweilig. Den Reinigungskristall finden. Ja, das... haben wir. Das war die Idee. Bin gespannt, wie viele Ebenen wir noch durchkreuzen müssen. Ich weiß, wo der Kristall ist. Was ist das? Auch nicht die Puppe. Nicht Benevento. Doch, Benevento. Oh no. Das ist meine Freundin sein. Das ist ja nicht so. Erst waren wir im Schloss bei Let's Play. Willkommen zurück. Erst waren wir im Schloss bei... Diese Affen kommen mir irgendwie bekannt vor. Nee, die mit Resco. Was soll das? Jetzt bei Benevento Haus. Lass mich raten, danach geht's zum Teich. Und danach in die Burg und danach an die Fabrik. Und dann zu Lady Miranda. Mutter Miranda. Oh fuck. Ich hasse Puppen. Was ist los? Das ist gruselig. Okay. Ich habe nie mitgelesen. Was? Nee, ist klar. Irgendwas ist anders. Ja, der Fahrstuhl zum Beispiel. Und du. Das war gar nicht. Nö, ich gehe wieder. Ciao. Hat wohl keinen Strom. Nein, nein, ich will nicht. Nein, nein. Ach, okay, verdammte Scheiße. Jetzt wird's weird. Und so ziemlich. Haus abguten. Oh nein. Oh Scheiße, Mann. Wo sind wir hier hineingeraten? Natürlich, was auch sonst. Januar 5. Heute war mein erster Schultag. Da wollte ich schon die ganze Zeit hin. Hä? Wenn ich Chris das nächste Mal sehe, werde ich ihn ganz fest umarmen. Da waren total viele Kinder, die so alt sind wie ich. Es war genau, wie ich es im Fernsehen gesehen habe. Hä? Ich hatte solche Angst, als ich mich vor der Klasse vorstellen musste. Aber ich habe mich auch total gefreut, dort zu sein. Ich werde mich mit allen anfreunden. Morgen werde ich sie ansprechen. Hä? So schreibt doch kein kleines Kind. 8. Januar. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und ein paar der anderen Kinder angesprochen. Aber niemand wollte mit mir reden. Der Unterricht ist total leicht. Wann? Welches Kind? Wann? Jemals? Die Sachen habe ich alle schon mit Mom gelernt. Hä? Aber anscheinend darf ich mich nicht immer melden, wenn der Lehrer was fragt. Der Junge hinter mir hat etwas total Geheimes zu mir gesagt. Wenn ich nervös bin, werden meine Hände ganz klebrig. Heute war es besonders schlimm. 10. Februar. Heute hat der Lehrer mich geschimpft, weil ich immer mein Stofftaschentuch festhalte. Hä? Er hat gesagt, ich bin kein Baby mehr. Ah, okay. Außerdem sagen die Jungen ständig, dass ich eklig bin, obwohl ich mich immer wasche und immer saubere Sachen anziehe und ein frisches Taschentuch mitbringe. Das ist alles wegen dem blöden weißen Schweiß, der aus meinen Händen kommt. Ich wische es auch immer sofort ab, aber manchmal will es nicht aufhören und dann halte ich einfach mein Taschentuch. Chris hat dem Lehrer sogar etwas extra gesagt, dass das ganz normal bei mir ist und nicht gefährlich. Aber Es hat nicht geholfen. Peter, endlich hat jemand mit mir geredet. Lucy aus meiner Klasse. Sie meinte, sie wollte schon die ganze Zeit mit mir befreundet sein. Morgen wollen wir zusammen Mittag essen. Ich kann nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Ich bin so happy. Ich hoffe, Lucys Freundin Catherine wird auch meine Freundin. Das ist dein Tagebuch. Och nö. Hä? Okay. Bisschen Aussparung. Wir müssen was besorgen. Och nee, wie ich dieses Haus hasse. Warum ist hier ein Foto von mir? Tja. Auch nicht wieder dieser Raum. Hä? Jetzt, ob das so leicht ist. Du kriegst halt zum Greifen nah. Ist klar. Zeit zum Spielen. Das Zeug brauchst du nicht. Hey, meine Sachen. Verdammt, ich Mann. Sein Bauch ist zu, jetzt sieht aus, als wäre da etwas drin. Ach, nö. Der Affe hat Bauchweh. Wenn du ihm hilfst, gibt er dir vielleicht einen Kristall. Was? Nichts drin hier. Jimmy ist zu berühren. Okay. Und wer ist Jimmy? Erstmal das Wasser abdrehen, ein bisschen Wasser sparen. Och nö. Der Schrank ist aber diesmal kleiner. Da war even dünner. Okay. Von der anderen Seite verschlossen. Was für eine Überraschung. Hier können wir jetzt aufrecht durchlaufen. Mhm. Schere. Beeren. Der zugemüllte Schrank, das Bild im Bücherregal, der vollgestapelte Schreibtisch. Zugemüllte Schrank, das Bild. Oh Gott, nicht schon wieder Rätsel. Hier ist ein Bild. 44. Oh, Kackdreck. Ich notiere mir mal 44. Zugemüllter Schrank. Schrankbild, Bücherregal. Schrankbild, Bücherregal, Schreibtisch. Schreibtisch. Mhm. haben wir jetzt? 44 ist das Bild. Bild 44. Oh Gott. Okay, Schrank, Bild, Bücherregal, Schreibtisch. Schreibtisch haben wir hier. Oder diesen. Entweder 66 oder 99. Okay. Schrank und Bücherregal. Eine 2. Macht doch nicht sowas. Schrank. 02. Bücherregal. Bücherregal, Bücherregal. Haben wir hier was? Da haben wir noch ein Bild. Der Bilder vielleicht noch eine Zahl. Sieht nicht so aus. Okay, Bücherregal. Etwas unpräzise. Jetzt haben wir hier irgendwo ein anderes Bild. Bild. Bücherregal. Das blicke ich jetzt nicht, wo es jetzt hier. Welches Bücherregal ist jetzt gemeint? Beziehungsweise welches Bild? Der Schrank. Bücherregal ist eigentlich das hier. An dem Bücherregal noch irgendwie Hinweis. So aus. Und jetzt haben wir die 66, 44, 02. Das könnte auch klappen. Schrank. Die 02. Bild im Bücherregal. war die 44. Das letzte war dann der Schreibtisch mit der 66. Also natürlich die 99. Jumpscare an 1, 2, 3, 4, 5, 6. Können wir bitte da zurückgehen?